Der ganz große Test, hier steht er, der Scania R500. Es ist ein brandneuer LKW aus dem Hause Scania. Ein ganz tolles Fahrzeug. Hier ist der Jürgen. Hallo Jürgen. Ja, grüßt euch. Genau, ihr habt das Produkt jetzt mal getestet. Du fährst ihn selber. Ich fahre den selber aktuell. Und ist er gut? Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Es ist vom Spritverbrauch das Nonplusultra heute auf dem Markt. So, wir werden das Fahrzeug mal komplett mal durchgehen. Jede Taste werden wir mal ganz kurz über den Hof fahren. Der Schlüssel steckt. Der Schlüssel wird stecken, sonst hole ich den Schlüssel. Man kann auch schlafen dort? Ja, da ist eine Einbettkabine in dem Fahrzeug drin, das heißt also Single-Version für einen Fahrer. Scania, was ist so toll an Scania, an der Marke überhaupt? Ja, allein der Name ist toll, ist Gebot unter Fahrern. Es ist jedem jungen Fahrer sein Traum, einmal einen wirklichen Scania zu fahren. Das ist auch so? Ja, das ist heute noch so bei mir. So, jetzt sieht man ja hier, es fängt schon so an. Ich zeige erstmal so mal die Front. Da ist natürlich die neuesten Lichttechniken drin, Sicherheitstechnik, davon kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Der macht richtig hell, oder vorne? Ja, der Scania hat in dieser Generation LED-Lichter verbaut, wie man sieht, ganz oben, hier in der Mitte nochmal und dann zusätzlich unten die Hauptscheinwerfer, unten drunter sind die Nebelscheinwerfer. Der macht natürlich richtig Licht. Und wenn wirklich mal einer vergisst, auf der Gegenfahrbahn abzublenden, einmal kurz aufgeblendet, dann funktioniert das schon. So, gibt es da Sachen, die du gerne hast, die schon eingebaut sind? Zum Beispiel das Horn, ist das ordentlich in dem Fahrzeug? Ja, es ist ein richtig lautes Horn eingebaut, für jedermann sehr gut zu hören und akustisch hat das auch ihre Wirkung. Was mir sehr gut an dem Fahrzeug gefällt, ist, man hat ja hinten an der Rückwand, werden wir nachher noch sehen, in dem Fahrzeug eine große Schrankwand, wo sehr viel Stauraum ist, auch für Kollegen, die eine ganze Woche unterwegs sind, die ihre persönlichen Sachen da unterbringen können. Man kann auch eine Mikrowelle da verbauen. Anschlüsse dafür sind vorgesehen. Auch 230 Volt schon drin? Ja, ist auch vorgesehen schon. Und ein Spannungswandler ist drin. Und was nicht drin ist, unsere Chefs haben immer ein offenes Ohr dafür, wenn ein Fahrer gerne sowas hätte. Und dann wird das schon möglich gemacht. Das heißt, ihr habt so ein paar Sachen, da ist natürlich Funk mit drin. Ja, Funk haben wir ja in unseren Fahrzeugen sowieso drin. Einen modernen Kühlschrank haben wir in unseren Fahrzeugen drin. Wir haben eine normale Klimaanlage drin, zusätzlich eine Standklimaanlage, die ist hinter dem Fahrzeug verbaut. Okay. Früher war die auf dem Dach. Bei manchen sieht man das hier noch. Hier ist sie hinten am Fahrzeug verbaut, hier unten sitzt die. Ich guck mal gerade, da ist sie. Die ist direkt mit drin, die ist nicht irgendwie angeflanscht? Nein, nein, wir machen das serienmäßig mit unseren Fahrzeugen. Ebenso haben alle unsere Fahrzeuge eine Drittleiter, ist auch sehr vorschriftlich für unsere Fahrer. Die ist auch fest eingebaut, nicht mit irgendwelchen Zugurten? Nein, nein, das sieht man, das sind die Originalhalter von Scania, die alle GGVS geprüft sind und zugelassen ist. Ebenso haben unsere Fahrzeuge große Tanks, dass man nicht jeden Tag tanken muss. In der Regel haben unsere Fahrzeuge zwischen 1200 und 1400 Liter Tanks, fest verbaut, Alufelgen in der Regel. Ein Retarder haben alle unsere Fahrzeuge, das heißt eine zusätzliche Bremse, eine Tempomat haben unsere Fahrzeuge. Wir fahren alle nur Vollautomaten, das heißt, der Fahrer braucht nicht mehr zu kuppeln. Wir haben ein Bremsomat. Ein Bremsomat, was ist das? Ein Bremsomat, die Geschwindigkeit alles vorgegeben. Du gibst die Geschwindigkeit zum Beispiel 80 ein oder wir Lkw-Fahrer fahren natürlich mit 89, obwohl das nicht so ganz erlaubt ist, aber jeder macht es. Ja gut, wenn es ja jeder macht, ja dann... Man muss sich ja dem Fluss anpassen auf der Straße. Das ist so, aber ich sag mal so, bei 89, das ist in Europa quasi Standard, oder? Ja, oder gibt es Länder, wo man es nicht machen darf? Nein, das ist der untere Standard in Europa. In Frankreich, in Belgien, Luxemburg werden die Fahrzeuge auf 90 eingestellt und wird auch vom Gesetzgeber so toleriert. Okay. Und aber 89 ist diese Geschwindigkeit, die wird in Deutschland gefahren, sofern der Verkehr es zulässt. Super, wir gehen am besten mal gleich mal kurz rein, aber ich fange noch mal kurz von außen an, dass wir so ein Fahrzeug mal kurz beschreiben. Der hat jetzt hier, Auflieger ist jetzt drauf? Ja, wir haben einen Auflieger drauf. Unsere Auflieger haben alle ein Etcher-Verdeck, das heißt, wir machen viele Beladungen, Kranbeladung von oben. Eine Sattelplatte, wartungsfreie Sattelplatte ist da drunter. Und ihr macht die Beladung von oben? Ja, wir machen Stahl wird in der Regel sind das 6 Meter bzw. bis zu 12 Meter Länge Pakete, die werden mit dem Kran von oben geladen. Das heißt, das Verdeck wird hinten nur entriegelt und kann dann nach vorne einfach vorgeschoben werden wie so ein Scherensystem.
Gut, jetzt geht es ja heute um das Zugfahrzeug, was wir hier haben. Wir fangen mal von außen an, noch mal ganz kurz. Hier vorne, da ist so ein kleiner Tank und das ist der Scheibenwascher. Das ist natürlich sehr bequem, oder? Ja, da ist bei Scania schon immer so verbaut in der Tür drin. Es geht darum, dass auch im Winter das frostsicher untergebracht ist. So, und dann gibt es Spiegel überall. Es gibt natürlich Spiegel exakt an der richtigen Stelle. Das ist natürlich eine Evolution aus 50, 60 Jahren. Das sind perfekte Spiegel? Ja, die Rundumsicht bei Scania ist super. Es gibt, der tote Winkel ist nahezu nicht mehr vorhanden. Und hier sieht man den Rampenspiegel, den für den toten Winkel auch, da man auf der rechten Seite Fußgänger bzw. Fahrradfahrer erkennen kann. Was das wichtig ist, oder? Ja, bei der nächsten Generation wird man jetzt diesen Abbiegeassistenten bekommen. Der ist jetzt hier noch nicht verbaut. Genau, das habe ich gelesen. Das soll ja demnächst Pflicht werden. Ja, das wird auf jeden Fall. Und die Fahrer, die Händler haben, beziehungsweise die Hersteller haben die alle entwickelt, die kommen jetzt alle. Viele machen es mit der Kamera, manche machen es mit dem akustischen System. AdBlue, man kann die Luft fast atmen aus dem Auto? Nicht ganz. Ja, es ist ein Euro 6 und ist definitiv ein Euro 6. Das heißt, der AdBlue-Verbrauch ist dementsprechend ordentlich. Ja. Wir brauchen das und diese Tankeinheit ist komplett. Man läuft auch ohne Probleme. Die erste Generation früher, da gab es mit dieser AdBlue-Geschichte immer noch Probleme. Heute ist das geregelt. Läuft ohne Probleme. Der Spritverbrauch ist recht gering. Das werden wir gleich mal drin besprechen, wenn du mal so nett bist, mir mal die Tür aufmachst. Hier habe ich eine Spezialklappe links. Wenn wir die noch kurz noch von außen beschreiben, was ist da drin? Das ist ein Stauraum. Okay. Da tut der Fahrer alles Mögliche drin. Jeder Fahrer hat auch immer 1, 2 bis 10 Dosen Bier oder so dabei für kleine Gefälligkeiten. Okay, unter Fahrern? Nein, nicht unbedingt unter Fahrern. Der Fahrer trinkt, glaube ich, davon am allerwenigsten. Aber man hat immer mal einen Staplerfahrer, der einem einen kleinen Gefallen tut, schnell mal eine Valette ablädt. Und dann ist das ein Geben und Nehmen. Und jeder freut sich ja, wenn man einen guten Umgangston miteinander hat. Genau, ist nämlich ganz wichtig. Ihr habt die Prüfung, ihr habt die Scheine, ihr habt unglaublich viel dafür gemacht. Alkohol am Steuer, absolut tabu. Für mich persönlich ist es absolut tabu. Ich feiere sehr gerne. Ich mache auch gerne mit meinen 61 Jahren noch Party. Hatte vor kurzem Geburtstag. Aber es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich trinke, dann fahre ich nicht, oder ich fahre, dann trinke ich nicht. So, das ist für Gefälligkeit, das ist interessant. Aber das weiß jeder Lkw-Fahrer ja. Im Fernverkehr. Man hat immer ein paar Dosen Bier dabei. Ja, das ist einfach so. Es gibt immer irgendwas, wo man einem einen kleinen Gefallen tut. Man hat ja manchmal zwei Kunden, da ist ein Kunde dabei, der kriegt vielleicht nur ein Paket. Und dann sind 3, 4 Lkws vor einem, man müsste 4, 5 Stunden warten. Die freuen sich. Ja, und dann kennt man sich auch untereinander. Ah, da kommt der. Da gibt es vielleicht was oder man gibt auch schon mal einen Fünfer für die Kaffeekasse und dann funktioniert Stark. Das. Super, ich steig mal ein hier auf deiner Seite. Ja. Das ist nicht ganz einfach. Jetzt passt auf, ich hoffe, ich überlebe das. Du gehst mal auf die andere Seite. Hier unten ist auch noch der, was ist alles, 18.000 Tonnen. Ne, 18 Tonnen ist es, die Kombination 40 Tonnen, hier steht es nochmal drauf. Und 50 Tonnen steht hier nochmal, da ist noch eine zweite Zahl, 50 Tonnen. Was heißt die denn? Ich komme mal kurz zu der hoch. Ah, auf der Seite. Das hier ist ja jetzt typischerweise ein 40-Tonner, oder? Das hier ein 40-Tonner, ja. 40-Tonner. So, ich steig mal kurz ein. Du hast mir eben schon erzählt, der ist so leise. Da wären manche, du hast eben noch gesagt, du mit deinem T6 da hinten, der ist lauter wie hier mein Scania, richtig? Ja, das ist richtig. Der Scania ist von den Innengeräuschen sehr, sehr leise geworden. Vor allen Dingen, wenn man die Tür aufmacht und die Tür zuschlägt, ist nur ein leises Plupp. Und das hat man heute in vielen PKWs noch nicht mal, diese Qualität, die hier verbaut wird. So, man hat unglaublich viel Platz. Also das kommt auch noch mal mit hinzu. Das Ganze ist also wie ein VW, ich sag mal, High-End-Camper, der jetzt drin ist. Man hat wahrscheinlich hier die Kühlbox noch in der Mitte. Ja, ich habe es nur vermutet, da ist sie. So, die hat jetzt 7 Grad jetzt. Das ist sehr praktisch, oder? Man kommt während der Fahrt gut ran. Ja. So, ist hier vorne drin, die ist jetzt natürlich leer. Das ist nicht dein Fahrzeug, richtig? Das ist eigentlich mein Fahrzeug. Ist eigentlich dein Fahrzeug, okay. So, und das ist. Es gibt dann viele Sachen noch, wo du gerade sitzt, ist noch ein zusätzlicher Tisch, den kann man ausziehen. Ja. Zum Frühstücken, für Tablet draufzustellen, für Internet auf Arbeiten zu machen. Vieles ist in dem Fahrzeug verbaut. Es hat ein vollautomatisches Navi, also ein GPS-Navi, das heißt. Das zeigen wir gleich mal, ja. Das Navi ist, wie gesagt, die modernste Art. Er fährt dann alleine, er rechnet aus, wo man hinfährt. Er weiß, wie groß der Berg ist, wie viel Sprungmasse er hat. Er hat eine Gewichtskontrolle drin. Man kann ablesen, wie viel man geladen hat. Hier okay, das heißt, Spritsparen ist das Thema Nummer 1, oder? Ja, Spritsparen ist heute das Thema Nummer 1 bei allen.
Du hast mir eben erzählt, du bist sogar süchtig darauf, einen Tag zu machen, wo du ganz wenig Sprit verbrauchst, oder? Ja, natürlich. Das ist immer, der Ehrgeiz ist immer da. Ich kenne den Fahrtrainer von der Scania persönlich. Und es ist immer mein Ehrgeiz, besser zu sein wie der Fahrtrainer der Scania. Es gibt Fahrtrainer für das Thema Spritfahren? Ja, natürlich gibt es Fahrtrainer. Von allen Firmen wird das angeboten. Und stellen Sie sich vor, ein Fuhrpark mit 100 Fahrzeugen, wenn Sie eine Wochenleistung von 3.500 bis 4.000 Kilometer haben und können bei allen Fahrzeugen den Spritverbrauch um 1 Liter senken, dann kommen anständige Beträge zusammen. So, man kann hier richtig drin stehen. Ich bin 1,85 und da sind noch 20 cm Luft. Das ist auch sehr praktisch. Man ist nicht beengt, oder? Den Sitz kann man auch hochklappen. Kann man hochklappen? Ich zeige das mal. Ah, kann man richtig hochklappen. Dann habe ich noch mehr Platz. Da kann man sich ankleiden, ausziehen. Alles, was man braucht für die Bedürfnisse. Genau, man kann dann natürlich hier vorne auch zuziehen, nehme ich an, oder? Ja, natürlich, sind Gardinen da rundum, es wird zugezogen. Ein Notaufstieg ist im Dachfenster sogar vorgesehen, falls man mal eine größere Kambolage hat und kann zum Beispiel aus den Türen nicht mehr herauskommen, kann man durch die Dachluke aussteigen. Der Vorder ist auch schön hell, wenn man das will. Man kann auch zuziehen, dann ist dunkel. Ja, das ist jedem selbst überlassen. Wie gesagt, wir haben Funkgerät ist verbaut in unseren Fahrzeugen. Man sieht, hier ist das digitale Kontrollgerät, wo die Fahrerkarte eingelegt wird, ausgelesen wird. Das ist unser Funkgerät, das ist das deutsche Mautsystem. Okay, es gibt da ja ziemlich viele verschiedene Mautsysteme, die es ja gibt. Unter anderem das deutsche. Ich nehme an, ihr habt das nicht für Österreich drin, oder? Nein, ich selber habe es nicht drin. Ich weiß auch nicht, in welchem Fahrzeug aktuell verbaut ist. Ich habe aktuell nur das Mautsystem für Deutschland drin und das Mautgerät für das belgische System. So, da vorne, das habt ihr in allen Autos eingebaut. Da ist ein kleines Gerät. Was kann das? Das da, wo ich gerade die Kamera drauf halte? Also das kleine Gerät, wo man gerade die Kamera drauf hält, das ist das Mautgerät, das Mautlesegerät. Für Deutschland? Für Deutschland. Ah, das liest dann, dass das, du... Man sieht die Brücken ja auf der Autobahn. Ja. Und man sieht auch diese Kameras, die auf der Autobahn da hängen. Und dieses Gerät sendet immer ein Signal, beziehungsweise die Brücke, die Kamera an der Brücke sendet ein Gerät und dieses Mautgerät antwortet dann und dann automatisch ist das erledigt. Und wenn das Gerät keine Antwort gibt, macht diese Kamera automatisch ein Bild vom Nummernschild. Freundlich, ja. Und meldet das dann an das nächste, in der Regel an das nächste Kontrollfahrzeug und man wird dann, wenn das gerade in der Nähe ist, sofort aus dem fließenden Verkehr gezogen und zur Kasse gebeten. Das gibt's. Ja, das gibt es sehr oft. Auch wenn die Mautgeräte falsch eingestellt sind. Man kann die Achszahl einstellen. Wir fahren, wenn wir einen Sattelauflieger drauf haben, mit 5 Achsen. Mhm. Man kann die Achsenzahl variieren zwischen 2 und 5 Achsen. Also wenn man Solo fährt, nur die reine Zugmaschine. Ach so, man zahlt nach Achsen. Dann bezahlt man nach Achsen, dann bezahlt man weniger, als wenn man mit 5 Achsen durch die Gegend fährt. Super. Also, du hast... im Prinzip das Multimedia-Gerät aus dem High-End Scania, ja. Das ist das Beste, was es gibt? Ja, das ist im Moment das Beste, was es gibt. Brauchen wir auch, man fährt den ganzen Tag. Ist ein Navi verbaut hier. Das Navi ist natürlich speziell für LKWs, nehme ich an. Das ist eine spezielle LKW-Software da drauf. Ja, das bin ich am Brücken. Ja, und da kann man natürlich einstellen. Und dann sieht man auch, was man braucht. Und das ist überhaupt kein Problem. Es gibt nichts, was Sie nicht einstellen können hier. Wir haben natürlich auch einen super Sound da drin, mal einen richtigen Bassbooster drin im Radio. Okay. Und wie gesagt, es gibt alles, Fahrzeugprofil kann man einstellen. Wie hier zum Beispiel sieht man dann, hier die Breite von dem Fahrzeug kann man einstellen, die Höhe. Achso, damit das Navi weiß, wo ich durchfahren darf. Genau. Okay. Die Achszahl stellt man ein, ob man Gefahren gut geladen hat und so weiter. Hier sieht man, wie viele Anhänger man hatte. Gefahren gut, Tunnel beschränken, ob man, dann kann man immer weiter, man kann auch Maut einstellen, ob man ohne Maut fahren will, ob man mit Maut fahren will und so wird man dementsprechend geleitet. Man kann eine wirtschaftliche Fahrweise einstellen, man kann die schnellste Fahrweise einstellen, man kann die kürzeste Fahrweise einstellen, eigentlich alles, was es da gibt. So, jetzt hat man ja normalerweise im Auto hat man nicht so viele Taster. Ihr habt eine Automatik? Wir fahren nur Vollautomaten, das heißt, wir haben nur einen Wahlhebel hier am Lenkrad, den tut man einfach nur nach vorne legen. Und das war's dann. Und rückwärts fahren, wie geht das? Rückwärts, genau, umgedreht, einmal drücken und nach hinten und schon kann man rückwärts fahren. Das heißt, ich gebe einfach Gas, das war's. Ja. Und der hat wie viele Gänge, der Automatik? Das ist ein Vollautomat, der hat 12 Gänge hat der und ja. Das
Beste vom Besten. So, jetzt habe ich hier natürlich, ich kann theoretisch jemand hinterherfahren, wenn ich will, also exakt die Geschwindigkeit des Vordermanns einhalten? Richtig. Der hat einen Assistenten drin. Ich gebe die Entfernung gebe ich auf 60 Meter ein, gebe meine Höchstgeschwindigkeit zum Beispiel ein, mein Vordermann fährt aber nur mit 78, dann bleibe ich mit 60 Meter Abstand hinter meinem Vordermann mit 78. Und der hält das genau? Ohne, dass ich etwas mache. Der bremst runter bis auf 50. Mein Fahrzeug bremst auch runter auf 50. Der beschleunigt wieder. Mein Fahrzeug beschleunigt genauso wieder. Wie nah ist es denn erlaubt, ranzufahren an den? Der Gesetzgeber hat gesagt, LKWs dürfen ab einer Geschwindigkeit von 50 km/h müssen die 50 Meter Abstand haben. Und da gibt es keine Toleranz. Genau, das macht auch Sinn. Du hast hier keine Cam, die irgendwas aufzeichnet vorne, oder? Nein, habe ich keine. Weil es immer noch ein rechtsfreien Raum ist. Ne? Da, genau. Da habt ihr das natürlich nicht, ist klar. So, die Fahrerkarte, was ist das, eine Fahrerkarte? Hier wird die Fahrerkarte eingelegt. Eine Fahrerkarte ist das persönliche Aufzeichnungsgerät. Früher war es eine analoge Tachoscheibe, die war rund. Heute ist das eine Chipkarte, die wird eingelegt und da werden alle Daten, die den Fahrer betreffen, beziehungsweise die Stunden, die er lenkt, beziehungsweise im Fahrzeug ist, die Karte eingelesen ist, wird da aufgezeichnet. Früher wurde das 28 Tage gemacht. Heute ist der Chip so groß, dass 1 bis 2 Jahre, je nachdem, welche Generation da ist, die verbaut ist, aufgezeichnet wird. So, hier vorne ist noch eine schöne Taste. Da ist ein Auto, was von der Spur abkommt. Ein Spurhalteassistent. Ja. Der lenkt so ein bisschen mit? Richtig. Echt? Dieser Spurassistent hier ist zuständig für rechts und links diese Markierungen auf der Autobahn. Wenn man da drauf kommt, auf die weißen Streifen, dann fängt das Fahrzeug an zu rütteln, wie ein Panzer. Okay. Und dann wird halt eben diese Müdigkeit des Fahrers, falls vorhanden, soll dann wachgerüttelt werden, beziehungsweise der Fahrer daran erinnert werden. Es lenkt aber nicht mit, oder? Nein, lenken tut es nicht. Lenkt nicht. Nein. Aber das kommt wahrscheinlich demnächst, dann bist du vollkommen überflüssig und dann fährst du ganz allein. Nee, das wird nie kommen. Glaube ich nicht, muss ja noch jemand auf- und abladen und zugucken. Auf- und abladen muss man noch, aber kommen wird dieses Verbundsystem, dass LKWs auf der Autobahn fahren, wie die Eisenbahn. Ne? Ach so, direkt nebeneinander, dass sie natürlich windoptimiert sind. Ja, und das vorne, der erste Fahrzeug, der Computer, wird diesen ganzen Verbund leiten. Diese Versuche laufen ja schon, es gibt so Testversionen schon und das wird die nächsten 10 Jahre, so lange wird es nicht mehr dauern, wird er auf jeden Fall kommen. So, du hast da oben auch Blinker, habe ich gesehen, die sind da. Warum sind da oben Blinker? Nee, diese Rundumleuchten. Also bei uns im Fernverkehr sind diese Rundumleuchten nur zusätzliche Sicherheit, hat unser Chef gesagt, falls man mal eine Panne hat, dass man deutlicher gesehen wird. Auf der Autobahn ist ziemlich wichtig, oder? Sonst haben die keine Funktion, die haben nur für uns persönlich, sind die als zusätzliche Sicherheit in unseren Fahrzeugen verbaut. Auf Baustellen oder bei unseren anderen Fahrzeugen, die Überbreite fahren, sind die zwingend vorgeschrieben. So, wenn wir mal kurz den Motor starten, ich mache mal die Tür mal zu, dann wird man mal hören, wie leise es ist hier mit dem Richtmikro. Ich mache das mal bei mir. Da ist sie und es macht Klack, also es macht richtig satt, schön Klack. Wir fahren nicht auf dem Betriebshof, deswegen ist die VO hier ja nicht geltend, aber wenn du mal so lieb bist, dich mal anschnallst. Wir drehen da das Video, dann machen wir es mal vorschriftlich. Ist es so, dass die Kollegen sich immer anschnallen, alle, im ganzen Fernverkehr? Also 95% aller Kollegen schnallen sich an. Hast du lieb gesagt, ja. Es gibt immer 2, 3 Ausnahmen. Ich kenne auch persönlich jemanden. Ich war auch lange jemand, der Probleme hatte mit dem Anschnallen. Aber heute bin ich überzeugter Befürworter. Sind nämlich ziemlich gut, die Bremsen, oder? Hier. Ja, die Bremsen sind sehr gut. Und vor allen Dingen, ich habe einen vollautomatischen Notbremsassistenten drin. Wenn man ihn lässt, kann es nicht zu einem eigentlich folgenschweren Auffahrunfall kommen. Der geht vollautomatisch. Der misst den Abstand zum Vordermann und bremst. Richtig. Dann geht hier vorne rote Lampe an, Kollisionswarnung. Kann ich jetzt leider nicht zeigen. Lieber nicht. Und, ja. Genau, wenn du mal fährst, also der Motor ist an, oder? Ja, ja. Der ist ja leise, oder? Ja, ja, der Motor ist an, läuft alles. Genau, so, dann mal kurz fahren nach vorne. Dann machen wir gleich einen kurzen. So, man legt einfach nur den Hebel um. Also das Fahrzeug könnte fast jeder fahren. Jetzt fährt er im dritten Gang, fährt er jetzt an. Er hat ausgerechnet, wie schwer wir geladen haben, dann kann er im dritten Gang anfahren. Er fährt im dritten Gang schon an? Ja. So, der ist leer im Moment? Nein, nein, der ist geladen, aber nicht wirklich vom Gewicht her vollgeladen. Er ist sauleise. Das ist stark, oder? Ja. Das ist toll, oder? Ja, das ist, wie gesagt, man hört das nicht und so arbeitet die Maschine auch konsequent.
klasse. So, Teil 2, dann gehen wir nochmal kurz raus und machen mal eine Abmoderation. Denn es geht ja auch um die Weichenparameter. Wie funktioniert so ein Auto? Wir fahren mal rückwärts nochmal rein. Da sieht man hier, das ist natürlich die Rundumsicht hier mit den Spiegeln. Besser geht's nicht, oder? Ja, ist optimal. Also kann eigentlich nichts passieren. So, bis gleich. Teil 2. Bleiben Sie dran. Da ist er, der Scania R500. Und was ihn am meisten imponiert hat, das ist so der erste Test, den alle Fernfahrer machen. Ja, sie machen die Fahrertür auf und zu. Richtig. Das ist einfach das beste Geräusch bei diesem Fahrzeug. Wenn man hört. Nochmal. Man hört nichts. Das ist einfach, Plopp macht es nur. Das ist ein richtig sattes Plopp. Da ist kein Metall, kein Plastik, was knirscht. Das ist also kein Klong, sondern das ist, Glock. Cool. Aber das ist ja auch entscheidend. Das heißt, ihr habt absolute Qualität. Wenn wir jetzt mal, der hat jetzt wie viel drauf, der LKW ungefähr? Der hat jetzt 70.000 gelaufen. 70.000, das ist gar nichts, oder? Ja, nein, das ist nichts. So, war der schon mal kaputt seitdem? Nein, der war noch, Gott sei Dank noch nie kaputt. Es geht ja auch um Zuverlässigkeit. Sind das zuverlässige Autos? Ja, Scania ist das absolute zuverlässigste Fahrzeug auf dem deutschen Markt. So, ihr sucht noch LKW-Fahrer. Ja, wir suchen motivierte LKW-Fahrer, die Spaß am Fahren haben, die gerne LKW fahren, die gerne in einem hochmodernen Fuhrpark arbeiten wollen, die sich ihr Fahrzeug können aussuchen zwischen MAN, Volvo, Mercedes oder Scania. Mhm. Und wenn ein Fahrer kommt und sagt, ich möchte aber lieber gerne in MAN fahren, dann ist das auch kein Problem. Genau, ihr seid alle 2 Tage zu Hause im Fernverkehr? Wir sind in der Regel jeden zweiten Tag zu Hause. Wenn einer besondere Wünsche hat, gehen wir gerne auf diese Wünsche ein. Unsere Chefs haben immer ein offenes Ohr. Auch wenn einer gerne Sonderausstattung hatte, gerne eine Kaffeemaschine verbaut hätte. Uns ist das lieber, der Fahrer sagt das, dann finden wir einen Weg, dass die Kaffeemaschine fachgerecht in unserer eigenen Werkstatt oder in unserer... Dass sie nicht reingefriemelt wird, ich meine, es geht da auch um entsprechende Ströme, das muss ordnungsgemäß eingebaut werden, die muss sicher stehen. Und wie gesagt, das muss alles dementsprechend gemacht werden. Und da, jeder, unser Chef sind da sehr kulant drin und wenn ein Fahrer kommt und sagt, ich möchte gerne bei dir fahren und ich möchte auch länger bei dir fahren, dann gibt es auch da eine Lösung dafür. Du bist schon wie lange dabei? Ich bin 34 Jahre, im 35. Jahr hier in dieser Firma. Genau, die Firma heißt Spedition Barth. Ihr seid in Nonnweiler im schönen Saarland. Ist hier schön zu leben? Ja, es ist natürlich schön hier zu leben. Es ist ein kleines Bundesland und die Saarländer sind ein sehr stolzes Volk. Und ich sage immer, Saarländer sind die Einzigen, die gefragt wurden, ob sie Deutsche wollen sein. Sie haben freiwillig gesagt, ja. Richtig. Und ihr habt die Trierer noch daneben, sind die auch nett? Natürlich sind die Trierer. Das sind aber nicht so nett wie die Saarländer. Die Saarländer sind netter, natürlich. Nee, Spaß beiseite, ihr seid so zwischen Saarbrücken und Trier, oder? Ja, wir sind genau in der Mitte zwischen Trier und Saarbrücken. Wir sind am höchsten Punkt hier oben. Wir sind in Nonnweiler-Otzenhausen, sehr zentral gelegen an der Autobahn. Uns findet man sofort, wenn man uns finden will. Und wir suchen immer noch hochmotivierte Fahrer. Genau, es gibt auch eine Chefin, die heißt wie? Unsere Chefin der dritten Generation ist unsere Andrea. Mit ihrem Bruder Fabian leiten die hier diesen Fuhrpark und sind sehr motiviert, sind sehr jung und haben auch für junge Fahrer ein offenes Ohr. Genau, es gibt auch die Ausbildung, man kann die sogar hier machen, wenn man einen LKW-Führerschein hat und es fehlen noch Scheine, dann kann man die hier zusammen mit dem Team machen, hat sie mir eben erzählt. Ja, wir machen immer regelmäßig unsere Schulungen mit einer Fahrschule zusammen, die auch aktuell ihr Fahrzeug bei uns auf dem Hof parkt. Und wir sind immer bemüht, unsere Fahrer auf dem neuesten Stand zu halten. Die Module werden natürlich von unserer Firma bezahlt, das ist selbstverständlich, wenn der Fahrer seine Freizeit an einem Samstag opfert. Natürlich wird er dann auch verpflegt mit allem Erdenklichen, mit Frühstück, Mittagessen und so weiter. Und ihr habt eine eigene Werkstatt? Wir haben eine eigene Werkstatt. Wir haben einen sehr guten Werkstattleiter, einen hochmotivierten Mann, der wirklich Ahnung vom Fach hat und den man auch jederzeit anrufen kann und der auch immer erreichbar ist, auch nachts. Und du bist auch kein Schauspieler, den wir jetzt engagiert haben. Du arbeitest wirklich hier. Ich arbeite hier. Und du stehst auch den Leuten zur Verfügung, wenn sie später mal Fragen haben. Ich war schon da, bevor viele kamen und bin auch noch da, wenn andere wieder da sind. Genau, ihr habt Deutsche, ihr habt aber auch viele aus dem europäischen Ausland. Ja, wir sagen zwar, wir sind Deutsche, aber wir sagen in der Regel, wir sind Europäer. Und wir haben motivierte Fahrer aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Polen, aus Russland, aus Lettland, aus Frankreich.
aus Belgien. Überall, die sind herzlich willkommen. Ja. Das heißt, wenn irgendeiner das sieht und gerne mal so einen tollen R500 oder da ist ein R450, für was steht das 450? Das 450 steht für die PS-Zahl, also der hat 450 PS. Okay. Das ist ein Reihenmotor, das ist ein Sechszylinder, wie alle Fahrzeuge jetzt, die wir haben. Wir hatten vorher viele Achtzylinder, die mussten wir leider abgeben aus Euro 6. Ah, nee, Gewicht. Gewicht. Leichter die? Ja, der ist halt eben 450 Kilo leichter wie ein Achtzylinder. Spritverbrauch wieder mal. Spritverbrauch und Gewicht wird ja auf Tonnage bezahlt, vieles. Achso, die Ladung, man kann ja mehr laden. Richtig. Okay, dafür hat man auch Alufelgen zum Beispiel am ganzen Zug. Macht auch wieder 200, 300 Kilo Ersparnis. Die sind natürlich auch stabiler, Alufelgen. Aber das macht ja nicht mehr so viel aus, ne? Das macht heute aber nicht. Aber sind leichter. Aus. Die sind einfach leichter. Super, also das Beste vom Besten, der R500 von Scania, hier steht er. Und Jürgen, ich bedanke mich vielmals für das tolle Interview und wir werden uns noch ein paar andere Autos angucken und ich habe eine gute Nachricht, wir machen es heute nicht mehr, wir machen es an einem anderen Tag mal, aber du hast es so klasse gemacht, dann gucken wir uns nämlich auch mal ein paar andere Autos an, nämlich ein Volvo, das ist jetzt was für einer? Das ist auch ein 500er Volvo, hat auch 500 PS, auch ein Sechszylindermotor. Auch ein tolles Fahrzeug? Ist auch ein tolles Fahrzeug, gibt viele Kollegen, die schwören auf dieses Fahrzeug, wir haben mehrere davon und wie gesagt, junger Fahrer, der gerne zu uns kommt, auch wir haben auch kein Problem, einen Elternfahrer einzustellen. Wir stellen auch gerne Fahrer mit 60 und über 60 ein. Du bist es wie alt? 61 Jahre siehste, bin ich alt. Also willkommen im Club dann. Ja, wir haben gar keine Altersbegrenzung, ganz im Gegenteil. Wenn ein erfahrener Fahrer sagt, ich möchte mich verändern, ist jederzeit willkommen bei uns und darf auch gerne zu uns kommen. Super, und hier haben wir auch einen Actros. Hier haben wir einen Actros, das ist nicht die allerneueste Generation, das ist die Generation davor, aber auch 450 PS. Auch ein tolles Auto, oder? Auch. Es gibt keine schlechten Autos heute mehr. Das es ist gibt so. Nur schlechte Werkstätten, schlechter Service. So, und ihr habt eine eigene Werkstatt, ihr arbeitet auch mit großen Werkstätten zusammen. Wir das haben natürlich alles große Partnerwerkstätten bei Scania, bei MAN, bei Volvo, bei Mercedes, mit denen zusammenarbeiten, die auch immer für unsere Fahrer da sind. Unsere Fahrzeuge werden sehr schnell bedient und da gibt es absolut keine Probleme. Ja, wenn Sie Lust haben, Lkw-Fahrer sind, dann bewerben Sie sich bei der Spedition Barth. Die Telefonnummer ist eingeblendet, da sind Sie direkt bei der Chefin dort. Und vielen, vielen Dank, Jürgen. Bis zum nächsten Video. Ja, auf jeden Fall. Tschüss. Danke.